Wir können sie gewinnen. Alana, hier? Wo sollte sie sonst sein? Sie war es, die eure Mission genehmigt hat. Wisst ihr denn nicht mehr? Ich bin sicher, dass ihr euch schon noch an alles erinnern werdet. Zeitreisen können sehr belastend sein. Jedenfalls ist Alana im Lager. Geht und erzählt ihr, was ihr herausgefunden habt. Das passiert, wenn man Alana rettet. Da seid ihr ja wieder und gerade noch rechtzeitig. Aber die Feierlichkeiten müssen leider warten. Fa'ul'Chul's Truppen haben ganz Kamlon eingenommen und der Gegenangriff der Löwengarde gerät ins Stocken. Alana, seid ihr das wirklich? Was stimmt nicht mit euch? Warum schaut ihr mich so an? Ihr wisst, dass ich eine Nachfahrin des Geistes bin, der vor euch erschienen ist. Behaltet einen klaren Kopf und erzählt mir, wie Fa'ul'Chul ursprünglich getötet wurde. Ja. Der Feuer schwächt ihn und macht ihn verwundbar. So geht die Geschichte, die in unserer Familie seit uralter Zeit überliefert wird. Aber ich brauchte Beweise. Nun muss Kamlon es erfahren. Das, was ihr hier getan habt, hat alles verändert, wisst ihr? Vielleicht sogar mehr, als wir ahnen. Gut. Jetzt können wir ihn töten. Besiegen wir Fa'ul'Chul. Nun. In deinem inneren Kreis. Ja. Hier nicht. Einmal außenrum reiten. Ja. Diesmal kann ich ihn besiegen. Ah!
Wir sind jetzt wieder in der Realität, in der heutigen Zeit. Und nun stehe ich Faulschuh schon wieder gegenüber. Diesmal mit dem Wissen, wie man ihn besiegt. Und einem Level mehr. Faulschuh. So sieht man sich wieder. Wagt es, mich herauszufordern? Spürt meinen Zorn! Das Feuer wird dich nicht noch einmal besiegen! Ja! Das Feuer nicht, aber ich. Ich hätte ihn jetzt immer in diese Feuersbrunst hier reinsetzen können. Dann hätte er immer Feuer abgekriegt und ihr Leben abgezogen bekommen. Hallo. General. Ihr habt es geschafft. Ihr habt Faulschuh getötet. Ja. Das war eine gemeinschaftliche Anstrengung. Ja, mein Freund. Doch ihr habt das Blatt gewendet. Wir hätten den Krieg um ein Haar verloren. Doch dann kamt ihr und habt uns den Weg zum Sieg gezeigt. Warum waren sie derart auf Kamlorn versessen? Mein Sohn könnte mehr über diese Dinge wissen. Ich kann nur vermuten, dass sie versuchten, die Löwengarde auseinanderzureißen. Sie wollten unsere Streitkräfte entzweien und uns vernichten. Wenn ihr nicht eingegriffen hättet, hätten sie durchaus Erfolg haben können. Okay. Erstmal allen. Jeder. Ich wusste nicht, dass Gloria in all das verwickelt war. Es sieht richtig gut aus, wenn sie durch Werwölfe wartet, denkt ihr nicht? Vielleicht kann ich später mit ihr zusammenkommen. Eine Flasche Wein teilen, ein ruhiges Eckchen finden, wo wir Aufzeichnungen vergleichen können. Spart euch das für euer Gefolge, Hauptmann. Euer Vater hat mich geschickt, um euch zu sprechen. Ich wollte euch danken, persönlich. Vielleicht hätten wir Kamlorn irgendwann zurückerobert, aber es wäre nicht so schnell gegangen und ganz sicher nicht mit so wenigen Verlusten. Hm. Ihr habt viele Leben gerettet und das ist etwas, das ich nicht so schnell vergessen werde. Und was werdet ihr jetzt tun? Ich scheide aus der Wache von Kamlorn aus. Da diese Sache mit Angoff nun erledigt ist, werden mir ein paar Reisen guttun. Ich besuche exotische Länder, schäkere mit exotischen Frauen und trinke exotischen Wein. Oh, und der Käse.
Ich liebe Käse. Ihr werdet einfach gehen? Und was werdet ihr machen? Nun, mein Werk hier ist getan. Mein Vater wird sich gut um die Stadt kümmern. Ich bin nicht für Wiederaufbauten und Instandsetzungen gemacht. Ich habe ja nicht mal einen Hammer. Ich bin mir sicher, dass ich anderswo nützlicher sein kann. Es ist Zeit. Ich werde weiterziehen. Ihr geht also? Und ganz ohne eine ordentliche Verabschiedung? Wir haben noch nicht mal eine Flasche Wein zusammen getrunken. Aber im Ernst, vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt. Ihr seid wirklich ein Vorbild. Und ich kann das beurteilen. Schließlich bin ich für manche Leute selbst ein Vorbild. Seid gegrüßt. An der Zeit zu gehen. Galoppa, reiten wir davon.